So, und von diesem Produkt habe ich wirklich am meisten Angst, ganz, ganz ehrlich. Nicht, weil die Männersache draufsteht und ich das Gefühl habe, dass ich nicht Mann genug für diese komischen Pralinchen bin, sondern wegen dem, was in diesen Pralinen drin ist, ja. Es ist von Niederegger Lübeck, die machen mega, 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 mega geiles Marzipan, muss ich sagen. Aber hier ist kein Marzipan drin, sondern das sind Whisky-Cola-Trüffel-Pralinen. Ja. Es klingt so wahrscheinlich auch, ich hoffe nicht, dass es wie es schmeckt. Für mich ist es ein Albtraum. Trüffel ist eh mal so eine Sache. Ich finde immer, was soll denn dieses Trüffelzeug in den Pralinen? Macht doch Nougat rein. Also, sorry, ich bin da vielleicht echt nicht so der Gourmet, aber ich finde, Trüffel wirkt dann auch immer so, ich finde den Geschmack immer so fakey. Keine Ahnung. Also, ich bin nicht so ein Trüffelfreund, kein Trüffelschwein. Ich mag es nicht. Trüffel ist nicht so mein Ding. Und das ist wirklich mit Whisky gefüllt, mit Trüffel in Milchschokolade und Cola. Whisky, Cola, Trüffelfüllung. Ja, das habe ich jetzt dreimal gesagt. Ich sage das also wahrscheinlich noch zehnmal, weil ich mich nicht traue, die Dinger aufzumachen und die zu essen. Aber ich muss es tun und ich öffne das jetzt mal. Also soll ich gleich mich übergeben? Es tut mir leid, Niederegger, tolle Firma, geiles Marzipan. Und ich finde ja solche Gender-Produkte eh total scheiße. Mädcheneier, Jungseier, Männerkacke, Frauenkacke, Männerchips, Frauenchips. Ey, was soll denn der Scheiß, ja? Wir haben alle Mund- und Geschmacksnerven. Verdammte Axt. Das ist doch Schwachsinn. Also ich identifiziere mich nicht über das, was ich esse. So, und dann haben wir schon das erste. Männerpralinen. Was ist das? Vollmilchschokolade. Männer essen Zartbitterschokolade. Wenn überhaupt, wenn man schon überhaupt so klischeemäßig Kacke drauf ist, sorry, dann bitte Zartbitterschokolade. Das heißt ja auch Herrenschokolade und die ist auch dunkel. Das hätte ich nicht erwartet. Und wenn jetzt schon Whisky-Cola drin ist, warum macht ihr da so eine pubertierende Milchschokolade drumherum. Jetzt doch. Verstehe ich nicht. So, und ich würde am liebsten noch 3 Minuten weiterlabern, weil ich keinen Bock habe, da reinzubeißen. Aber ich mach's jetzt mal. Schaut mal. Ich dachte, ich würde jetzt sterben, loskotzen, auseinanderfallen. Vielleicht beruhigt mich der Miski, der mich dann auch wieder von dem bekloppt über Money maskuline Produkt runterbringt. Keine Ahnung. Bin ich immer so ein bisschen affig, solche Sachen. Aber es schmeckt tatsächlich gar nicht so schlimm. Ehrlich. Hätte ich jetzt keine Schokolade im Haus, ich würde es essen. Wirklich. Aber, es könnte auch, also Whisky-Geschmack schmecke ich da jetzt nicht raus. Ich schmecke auch keinen Cola-Geschmack raus. Trüffelgeschmack. Irgendeine braune Füllung, die nach Schnaps schmeckt. Könnten von mir ist auch, ich habe noch nie edle Tropfen gegessen, sorry. Ja, der Whisky ist zu stark für den jungen Mann. Also es ist nicht so schlimm. Vielleicht hilft mir auch die Milchschokolade, eine Milchbubi-Milchschokolade, wer weiß. Hilft mir vielleicht, das so ein bisschen besser zu verarbeiten. Vielleicht wirkt auch der Whisky zu schnell. Kein Scherz. Aber die sind echt gar nicht so schlimm. Nur, was ich irritierend finde, wenn da das Produkt schwarz designt, da steht meine Sache drauf, dann macht doch auch schwarze Schokolade drumherum. Versteht? Das ist für mich irgendwie so eine inkonsequente Entscheidung, ne? Ist es inkonsequent oder unkonsequent? Okay. Ich mache jetzt am besten Schluss. Ich teste sonst auch noch weitere Produkte auf meinem Kanal. Ich vertrage keinen Alkohol. Abonniert, 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 abonniert den Kanal. Gebt mir einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar. Ich freue mich über jedes Feedback. Wirklich. Danke und tschüss.